Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man Babyschuhchen strickt und dann verfilzt. Im ersten Video habe ich euch ja genau gezeigt, wie man überhaupt erstmal einen Hausschuh, ein Pantöffelchen strickt. Und zwar habe ich dann hier 18 Maschen angeschlagen, habe 21 Reihen gestrickt, dann 2 Maschen zugenommen, auf die 4 Maschen verteilt, dann habe ich 14 Reihen gestrickt und dann die Spitze abgenommen, bis ich auf jedem Strickstock noch 2 Maschen hatte, hier vorne zusammengezogen und vernäht. Das ist das Grundgerüst für unseren kleinen Hausschuh und zwar in der Größe 20-21. Und dazu brauchen wir etwa 2 Knäuel Strickwolle, Wasch und Filz von der Lauflänge von 50 Meter oder gerade so. Ein Knäuel Wolle, aber dann muss es mindestens 75 Meter Lauflänge haben. Und jetzt zeige ich euch noch, wie wir hier oben den Rand dran stricken, dran häkeln, nach dem Stricken und damit wir ein Band durchziehen können, dann sind hier große Löcher. Und nach dem Filzen ziehen wir da ein Bändchen durch, damit das am Füßchen hält. So, wir häkeln jetzt da den Bund oben dran, damit wir das Bändchen durchziehen können. Und zwar fangen wir hinten bei der Ferse an, die wir zusammengenäht haben. Und häkeln feste Maschen daran. Eine Schlaufe ziehen, 2 Luftmaschen und jetzt müssen wir rundherum 27 feste Maschen machen. 1, 2, 3, schön in die großen Löcher rein, bis wir auf 27 sind und wieder hier hinten an der Ferse ankommen. siebenundzwanzig Maschen, dann in die erste Reihe wieder rein, zuziehen, 2 Luftmaschen. So, und jetzt machen wir 6 feste, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und jetzt machen wir 4 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4 und die schließen wir in die nächste feste Masche wieder ein, dass wir so eine richtig große Schlaufe haben. Das ist die große Schlaufe, die ist wichtig. Jetzt wieder 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und wieder 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4 und wieder in die nächste feste. Und das machen wir so lange, bis wir wieder vorne angekommen sind bei der Reihe. So, jetzt haben wir die Reihe wieder geschlossen. Wir haben unsere großen Schlaufen. Und jetzt kommt noch eine Reihe, eine Luftmasche. Auf die 6 festen Maschen 5 jetzt da stricken. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt machen wir Häkelstäbchen. Einen Umschlag hinein durch 2 Schlaufen durch die dritte. Durch 2 Schlaufen durch die beiden. 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stäbchen in die riesigen Schlaufen. Dann machen wir wieder 5 Maschen dazwischen. Feste. 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt wieder 6 Stäbchen. Ein Stäbchen, 2 Stäbchen, 3 Stäbchen, 4, 5, 6. Wieder 5 feste Maschen und so machen wir weiter, bis die Reihe fertig ist. 1, 2, 3, 4, 5 und wieder unsere Stäbchen. Nachdem wir jetzt in die letzte große Schlaufe unsere 6 Stäbchen gemacht haben, gehen wir in den
in die erste feste Masche, ziehe eine Schlaufe raus, nehme diese, trenne den Faden ab und ziehe unbedingt nochmal durch diese Schlaufe auch durch, damit das gut hält, und vernähen dann den Faden. Dann haben wir wie so einen kleinen Blütenkranz um das Beinchen oben herum. Und jetzt nehme ich meine Puschelwolle, die es in jedem Geschäft gibt, die man benutzen kann, egal welche Farbe. Das ist keine Filzwolle, das ist eine ganz normale Kreativwolle. Und dann gehe ich einmal rundherum in die festen Maschen mit zwei Luftmaschen am Anfang und stricke einmal rundherum jede Masche nochmal eine feste Masche, auch die Stäbchen, damit das so schön kuschelig und gruschelig wird. Eine Reihe rundherum in jede feste Masche gestochen. Auch in jedes Stäbchen, über jede Blüte. So, einmal die ganze Reihe durch. So, jetzt habe ich eine Reihe noch von dieser Kuschelwolle oben drüber hingehäkelt. Die Fäden müssen sehr gut festgenäht werden, weil diese Wolle nicht verfilzt, da würden die Maschen wieder aufgehen. Das tun wir jetzt in die Waschmaschine, die beiden Söckchen. Und zwar bei Pflegeleicht, 40 Grad mit flüssigem Pflegewaschmittel oder Vollwaschmittel, was ihr gerade zu Hause habt. Auch ein Kurzprogramm reicht das. Und wenn die gefilzt sind, lassen wir sie 2-3 Tage trocknen auf einem Handtuch irgendwo in der Ecke. Bitte nicht auf der Heizung, das tut der Wolle gar nicht gut. Und dann ziehen wir durch diesen Löffelchen, durch diese Löchelchen ein Satinbändchen oder was ihr habt. Und wichtig ist es, das Bändchen an einer Stelle gut festzumachen, dass das Kind sich das Bändchen nicht alleine aus dem Schuhchen zieht, wenn man nicht aufpasst und sich in den Mund steckt. Das könnte dann sehr gefährlich werden. Deswegen nähe ich die grundsätzlich immer fest. Und man kann sie dann auch rutschfest ausstatten. Das kann ich dann nochmal zeigen. Und nochmal zwei Modellbeispiele. Das ist jetzt da mit Luftmaschen gehäkelt rundherum. Auch die Brasilwolle ist das. Und das sind so Bärentatzen, Hausschuhe. Ganz kuschelig, unten rutschfest ausgestattet mit Latexflüssigen und hier oben ganz kuschelig. Und noch eine Idee, und zwar habe ich Schafe gefilzt, das sind verschiedene Teile, dann eine Blume hineingestickt, gefüllt mit natürlichen Sachen plus getrockneter Lavendel, die duften auch sehr schön und können auch in der Waschmaschine gewaschen werden, also erst gestrickt, dann gefüllt und dann gefilzt. Das ist auch nochmal eine Idee. Und wenn ich irgendwann mal und ihr irgendwann mal Lust darauf habt, zeige ich euch, wie man verschiedene Schäfchen strickt und filzt. Dankeschön. Tschüss.